Heute gibt es einen Dödikurus und einen Ankylosaurus. Wer hat mich vergiftet? Patrick? Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, Maxi. Heute wieder mit meinen fleißigen Schülern. Halli, hallo. Da sind sie ja auch schon irgendwo, seid ihr schon in der hier Schule? Unten, ja, hier unten liegt ein toter Dino, ist das gewollt? Ja, ja, das ist gewollt, der liegt da ja, einfach ja. So. Ja, ja. Lass ihn mal da liegen. Eure Lehrerin wartet hier oben an der Schule. Ah, da können sie schon laufen. Ja, perfekt. Schnell, ab in den Unterricht. Juhu. Au. Oh. Ist hier auch der Dodo? Nee, ist nur der Rex. Wo ist der so, Dodo? Ich sollte mir für die Schule noch eine Peitsche zulegen. Ja, ich war jetzt auf dem Kiez, da geht's so mit Stacheln dran. Ja, siehst du? Das wär's doch. Hör auf. Keine Waffen im Unterricht. Raus ist aber damit. Auch lang. Kann ich auch. Patrick hat die längere. Nein. Oh. Das sieht nur so oh, aus. Oh, was gibt's denn heute? Ich bin nur klein. Kurus und an. Heute gibt es einen. Wer hat mich vergiftet? Patrick. Oh je, Mine. Ich wollte eigentlich eine Legende treffen. Ja, genau. Heute gibt es einen Dödikurus und einen Ankylosaurus-Crashkurs. Ich würde mal anfangen mit dem Dödikurus. Der ist hier drin auf. Oh, warte, der, ich muss erst aufstehen. Von uns linken Seite. Es ist der kleine Dödel, wie ich ihn immer so gerne nenne. Was habe ich denn in der Hand? Nee, ich habe einen Pfeil im Kopf. Der ist süß, oder? Der ist irgendwie sehr komisch. Erinnert einen so ein bisschen an ein kleines Gürteltier, oder? Oh, der ist süß hier. Ist das auch einer? Nein, das ist ein Ankylosaurus. Aber so. Jetzt erstmal der Dödikurus. Also der war ungefähr 3,6 Meter lang. Kann man sich oha. Jetzt hier gar nicht so vorstellen. Ist aber auch ein Pflanzenfresser. Und hat halt einen ziemlich krassen Schutzpanzer, in den er sich zurückziehen konnte. Das sieht man hier ein bisschen, dass er sich einrollen konnte, um sich halt dann selber auch zu schützen. Und sind die mit den Schildkröten verwandt? Habe ich jetzt nichts direkt gefunden, dass sie irgendwie mit denen verwandt wären. Gehören aber immerhin zu den Gattungen der Säugetiere. Es ist auch kein Dino in dem Sinne gewesen. Es ist halt ein Tier, das in der Urzeit mitgelebt hat, vor bis etwa 11.000 Jahren. Im Pleistozän hat er gelebt. Und ja, wie gesagt, Pflanzenfresser mit dem Schwanzende, wo der so eine stachelige Keule dran hat, er sich dann immer verteidigt gegen Fressfeinde. Und wie gesagt, bei Gefahr kann er sich auch einziehen. Der hat hier überall Stacheln. Er kann auch rumkullern und damit kann der halt auch seine Feinde ziemlich verletzen. Ja, das glaube ich. Ja. Also der war. Der schmeckt ja auch bestimmt wie Schildkröte auch irgendwie. Bestimmt. Also wenn du schon mal Schildkröte gegessen hast, ich noch nicht. Keine Ahnung. Schildkrötensuppe? Gibt's doch bestimmt irgendwo. Schildkrötensuppe. Direkt aus dem Panzer. Das weiß kann nicht, natürlich bestimmt. Gut sein. Ja. Also der ist eigentlich süß, ein ganz süßer Kleiner, ne? Wenn man das was hat so er für Fähigkeiten? Fähigkeiten hat er eigentlich relativ wenig. Kann man den reiten? In dem Sinne, du kannst den reiten, ja. Das ist kein Problem. Gibt's auch einen Dödikurus-Sattel. Der ist ab Level, jetzt müsste ich lügen, 35, 34 kannst du den reiten. Also schon eigentlich relativ früh. Und er sammelt dir Steine. Das ist der perfekte Steinsammler in Ark. Wo kann du dir aber nur dann an einer Werkbank gemacht werden, sehe ich gerade. Ja, genau, der Sattel. Aber die lernst du ja vorher. Ach so. Genau, und ja, also da machst du dir deine Werkzeuge dann nicht mehr kaputt, wenn du den hast, den Dödi. Ja, cool. Der ersetzt dann praktisch deine Axt zum auf die Steine klopfen, das macht er selber. Ist das, hat er denn mehr, also holt er mehr Steine raus? Der holt mehr Steine raus und der kann auch mehr tragen, denn die Last, was er an Steinen und Steinähnlichen bekommt, wird halbiert in seinem Inventar. Sehr gut. Deshalb kann der auch eigentlich mindestens doppelt so viel als normal tragen und er hat ja sowieso nochmal einen anderen Gewicht wert als wir jetzt als Figuren. Patrick, wo bist du? Habe ich in der freien Natur allerdings, der sitzt auf seinem Platz. Ja. Habe ich in der freien Natur allerdings jetzt noch nicht gesehen bei uns hier in der Gegend. Also das in der Nähe nicht, der lebt eher Richtung Gebirge. Ah, so also bei den Rex. Ja, bei den Rex halt genau dort, wo es schön gefährlich ist, wo er sich dann auch einziehen muss. Zum Zähmen ist es wichtig, dass ihr am besten so eine Longneck Rifle, also so eine Flinte nehmt, weil die mehr Betäubung verursacht als jetzt die Armbrust. Es geht auch mit der Armbrust. Die macht allerdings mehr Schaden. Und je mehr Schaden wir dem machen, umso eher zieht er sich in seine Kugel zurück. Und dann bekommt er nur noch ganz, ganz wenig Betäubung dazu, wenn wir den abschießen. Und halt auch ganz wenig Schaden, weil der halt so einen Schutzpanzer hat. Deshalb aber mit der Flinte ist man auf der sicheren Seite. Muss man, wenn ich auf den Panzer schieße, gibt keinen Schaden oder was? Oder doch, muss man doch wirklich auf den Kopf?
Okay. Der kriegt schon Schaden. Also bei dem ist mir aufgefallen, wenn ich auf den Kopf geschossen habe oder auf den Panzer, ist eigentlich egal gewesen. Der ist halt so ein komplett gepanzerter. Aber der Panzer, der scheint erst so die volle Wirkung zu haben, wenn er sich eingekugelt hat. Deshalb am besten einen nehmen, der noch überhaupt gar nicht verletzt ist. Ach, der noch 100% mal. Leben hat. Was? Den haben wir doch schon mal gehabt. Den wollte ich doch schon mal zähmen. Und dann ist der in seine blöde Kugel reingegangen. Ja, richtig, genau. Genau, ja, der ist das. Ja, das Mistviech ist das. Ja, mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Mhm. Deshalb machen wir das heute richtig. Ich habe ja damals schon gesagt, Vorbereitung ist da alles. Richtig, du bist an der Nase. Ja. Das war richtig. Ich bin Nein, das war nicht richtig. Bogen und habe den richtig schön angeschossen. Merkst du es? Was habe ich gerade gesagt? Mit was sollen wir den abschießen? Mit Pfeil und Bogen. Nein, mit der Flinte. Sechs setzen. Nicht zugehört. Schlechte Schüler. Ja, und die perfekte Ergänzung zu dem kleinen Dödikorus ist hier auf der Seite der Ankylosaurus. Ja, der ist schöner irgendwie. Der ist, schön ist er auf jeden Fall. Ankylosaurus habe ich gefunden, heißt zu Deutsch so viel wie versteifte Echse. Also ist auch eher so mit den Echsen verwandt. Und man sieht ja, der hat nicht viel Bewegungsfreiheit. Der hat auch so eine Art Panzer. Der ist allerdings mit Stacheln übersät und hat am Schwanz auch so eine krasse Keule. Die war halt auch zur Verteidigung. Erinnert einen so ein bisschen an den Morgenstern, würde ich sagen. Ja, Patrick ist halt wirklich hat auch so eine krasse Keule. Ah, hast du schon gesehen? Mhm. Ja, ist schön, wenn meine Schüler sich verstehen. Das freut mich. Schön. Ja, die hat er halt auch, gerade Rexe und sowas, die sind auch auf den losgegangen. Damals. Oh Gott. Vor vielen, vielen Jahren. Und aber der hat ja auch richtig Stacheln überall. Allerdings war der halt auch eine super Nahrung für seine Feinde, weil die haben teilweise bis zu 9 Tonnen gewogen und wurden bis zu 9,3 Meter lang. Und das ist halt auch ein Pflanzenfresser. Das ist kein Raubtier gewesen, reiner Pflanzenfresser. Und da der halt auch nur Pflanzen frisst, brauchte der auch nur so einen winzig kleinen Mund. Genau wie der Dödi hier. Die haben auch so einen ganz kleinen süßen Mund. Okay, mal Mund. Ja. Also ich wäre dann ja eher für den hier zum Zähmen. Wir zähmen beide. Okay. Wir zähmen beide, weil der Dödikorus, den brauchen wir auf jeden Fall zum Steine sammeln. Und mit dem Ankylosaurus, der sammelt eher Feuerstein und Metall. Feuersteine, weiß ich bis heute nicht, wofür man die braucht. Das kann ich dir nochmal zeigen. Aus Feuersteinen und Steinen macht man nämlich Spark Powder. Und das kann man nehmen, um die Lagerfeuer zu befeuern und auch um unsere Schmelze zu befeuern und um auch verschiedene Sachen herzustellen. Dazu braucht man zum Beispiel dann halt diesen Feuerstein und den hast du auch gebraucht, um dir Pfeile herzustellen, Feuerstein. Das ist ein Bestandteil von den Pfeilen. Also es ist schon relativ wichtig, dass wir da auch die richtigen Jäger und Sammler haben dafür. Ja, okay. Patrick, wo bist du hin? Wir sind irgendwie ich bin schon mal runtergegangen. Unterricht geschwänzt. Ja, vom Bauernhof rein. Igitt, stinkt das. Oh, geil, ne? Das haben der Patrick und ich haben, als alle anderen offline waren, also eigentlich nur du, haben wir Rex gezähmt. Oh, warte, dein Stream leckt, warum? Ja, steht keine Meldung da. Keine Meldung, aber leckt. Hat gerade geleckt. Naja, dann so, kommt jetzt der muss erst mal hochkommen. Ah, hey, du kannst doch nicht den Rex mit hochbringen. Doch. Der Tex-Mex. Ach, wie süß. Guck mal. Ja. Er hängt voll in der Textur. So. Und der ist aber abwärts. Schön. Ja. Den ist haben wir im Gebirge gesehen. Geh runter von meinem Rex. Oh. Nein, heißt das. Geh runter von meinem Rex. Aber ich sehe auch, das leckt auch im Spiel ein bisschen. Ja, okay, wahrscheinlich eher am... Ja, der Rex gehört nicht hier hoch. Das leckt übelst. Runter damit. Ja. Runter. Nein, du schubst mich runter, du Egel. Nein, du bist einfach nur runtergesprungen. Ich bin regeneriert, ich lebe noch. Aber warum? Ich habe Knochen gebrochen. Ja, immerhin. Dann läuft es doch. Jetzt muss ich was essen. Ja, was ich übrigens noch sagen wollte, gerade auch zu den Ressourcen, die wir hier brauchen. Wir haben auch was Wichtiges jetzt gebaut, was uns viel, viel Weg einspart. Und zwar einen Teleporter. Oh ja. Ein Teleporter und ich habe auch die Fernbedienung dazu im Inventar. Das erspart uns so viel Weg. Ja. Da können wir uns nämlich direkt von überall hier in unsere Basis zurück teleportieren. Unser Teleporter, der steht hier so mittendrin. Habe ich eine Fernbedienung?
Nein, noch nicht. Heißt Recherbasis. Oh, und da können wir, egal wo wir sind, ich kann jetzt hier auf die Fernbedienung drücken und mich zur Recherbasis, genau da, wo ich stehe, teleportieren. Und um den Spaß nämlich zu bauen, braucht man Cementing Paste. Das können wir ja schon in dem Stößel herstellen. Zement, Kristall passt, haben wir schon, ja genau, Zement. Übersetzt. Kristall haben wir ja gefunden im Gebirge. Metall können wir herstellen in der Schmelze und Electronics und Polymer. Das ist spannend. Das können wir zum einen von den Tech-Dinos sammeln. Also wenn wir jetzt hier unseren Tex-Mex töten würden und den abernten, dann könnten wir aus ihm Electronics bekommen, dann könnten wir aus ihm Öl bekommen. Aua, hör auf. Er wird nicht getötet. Nein, aber das ist jetzt so als Beispiel. So ein Tech-Dino. Der gibt halt richtig cool Ressourcen. Und also ansonsten... Mir fehlen 8 Polymer. Dir fehlen 8 Polymer. Die können wir herstellen. Und zwar im Fabrikator. Ich zeig mal eben, was man für Polymer braucht. Man Cementing Paste. Und Obsidian. Ja, es ist schön gebrüllt, Tiger. Ja, da probieren wir es mal. Genau. Obsidian gibt's hier auch. Es hieß, ich habe erstmal im Internet geschaut, weil ich hier selber erstmal nichts gefunden habe. Aber hier gibt es das auch und zwar bei 3182. Ich würde mir gerade mal eben ein Mewing schnappen. Mewing. Ja, und da mal eben hinfliegen, damit ich euch das mal zeigen kann. Die da kannst du gleich was mitbringen. Nee, ich habe Excel. Excel, der kann auch 500 irgendwas tragen. Hast du etwa etwas gegen Hängegitter? Nee, Hängegitter ist nicht meins. Wo ist denn dein? Ich habe doch meinen Excel.